Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 164 Wunsch und Wirklichkeit. Statuenhaft verharrten Hermine und Severus in seinem Büro. Sie musterte ihn irritiert, während er weiterhin seinen Blick auf den Kerkerboden gerichtet hatte. Das hinter dem Vorhang aus schwarzen Haaren halb verborgene Gesicht war wie aus Erz gegossen. Nur mit den Augen folgte er den Furchen im steinernen Grund. Nach einer ganzen Weile hob er geringfügig den Kopf, um mir einen scheuen Blick zuzuwerfen. Es mochte an seinen braunen Augen liegen oder an den kaum sichtbaren Signalen, die von den kleinen Fältchen in seinem Gesicht vermittelt wurden. Auf jeden Fall war sich Hermine über den einzigartigen Moment bewusst, nun einem Severus gegenüberzustehen, der, wie sie es ihm vorgeworfen hatte, verängstigt war. Ihr selbst ging es nicht anders, denn so unverhofft eine völlig andere Seite von einem vertrauten Menschen zu erblicken, konnte einen wieder Schlag treffen. Der Severus, dem sie gerade gegenüberstand, war ein Mann, den sie noch nie zu Gesicht bekommen hatte, und das machte ihr ein wenig Angst. Was er im Spiegel gesehen hatte, konnte so vieles bedeuten. Harry hatte damals seine Familie gesehen und er war auf dem besten Wege, den eigenen Herzenswunsch an der Seite von Ginny auf seine Weise wahr werden zu lassen und eine eigene zu gründen. Hermine zerbrach sich den Kopf darüber, was Severus von ihr erwartete, denn dass es gerade ihr Abbild gewesen war, das ich ihm gezeigt hatte, musste einen besonderen Grund haben. Unter Umständen war Nehegibs Offenbarung harmlos, dachte sie sich, weil Severus in ihr nur die beste Freundin sah, die er schon so lange vermisste. Als sie sich jedoch vor Augen führte, dass er womöglich mehr als das in ihr sehen könnte, da wurde ihr heiß und kalt. Den Mann vor sich, der ihr momentan so fremd war, betrachtete sie daher auch mit ganz anderen Augen. So, als hätte sie ihn noch nie zuvor gesehen. Wie ein misshandelter und am Straßenrand ausgesetzter Hund schien er nicht gerade zutraulich, doch wollte sie es wagen. Beherzt machte sie einen Schritt nach vorn, doch er wich zaghaft zurück. Ein Klopfen unterbrach diesen seltsamen Moment. Harry hatte die Tür geöffnet, ohne das Szenario zu begreifen, informierte er die beiden. Albus schickt mich, ihr seid zu spät zur Lehrerversammlung. Nach einer abrupten, halben Drehung ging Severus schnellen Schrittes auf Harry zu, der ihm die Tür offen hielt. Ohne sich umzudrehen, ein Wort zu verlieren oder zu warten, war er bereits verschwunden. Hermine benötigte noch einen Moment, sodass ihr bester Freund fragte, »Alles in Ordnung, Mine?« Sie nickte, doch ihr Gesichtsausdruck zeugte deutlich vom Gegenteil. »Mine?« »Später, Harry. Lass uns gehen.« Im Lehrerzimmer angekommen, entschuldigte sich Hermine peinlich berührt vor der versammelten Mannschaft für ihre Unpünktlichkeit, bevor sie neben Severus, der seine Arme in ablehnender Haltung vor der Brust verschränkt hatte und auf die Maserung des Tisches starrte, Platz nahm. Harry setzte sich ihr gegenüber, gleich neben Remus. Den Worten des Direktors konnte sie nicht folgen und sie ahnte, dass es Severus genauso gehen würde wie ihr. Nur durch Zufall bemerkte Hermine, dass Remus und Harry ihre Augen auf sie gerichtet hatten, manchmal sogar zu Severus hinüberblickten und krampfhaft versuchten, das Rätsel zu lösen und eine Erklärung für das ungewöhnliche Verhalten der beiden zu finden. Neville, der an Hermines anderer Seite saß,
betrachtete die Situation ebenfalls völlig ratlos. Auch etwas später in der großen Halle legte Severus das gleiche verhaltene Benehmen an den Tag. Er blickte nicht einmal auf, als Albus den Schülern mitteilte, dass Remus John Lupin ihr neuer Lehrer für die Pflege magischer Geschöpfe darstellte. Bei dem stürmenden Applaus und dem fröhlichen Pfeifen verzog er nicht, wie erwartet, das Gesicht. Severus aß sehr langsam und zudem äußerst wenig, blickte nicht ein einziges Mal zu den Schülern, geschweige denn zu Hermine oder irgendeinem anderen, der am Lehrertisch saß, was sie mit Sorge beobachtete, doch sie wusste nicht, auf was sie ihn ansprechen sollte. Das Thema könnte ihr genauso unangenehm werden wie ihm. Die Schüler begrüßten sich noch während des Abendessens innig, als hätten sie sich einige Jahre nicht gesehen, und sie erzählten sich zwischen Tafelspitz und Tomatenvinaigrette, was sie die Ferien über alles erlebt hatten. Manche machten keinen Halt davor, mit vollem Mund zu sprechen. Draco hatte es nicht missen wollen, den Abend mit seinen Klassenkameraden zu verbringen. Sein Blick verweilte überraschend oft am Lehrertisch, denn sein Patenonkel schien sehr bestürzt. Möglicherweise, so vermutete Draco, lag es an Remus, der nun zum zweiten Mal einen Kollegen für Severus darstellte. Und dass die beiden ihre Differenzen hatten, das wusste er nur zu gut. Auch andere Schüler, die damals in der ersten oder zweiten Klasse gewesen waren, als Remus das Fach Verteidigung unterrichtet hatte, konnten sich noch an ihren ehemaligen und nun neuen Lehrer erinnern. Gegenüber von Draco saß Gordian, der sich außergewöhnlich still verhielt. Als Draco sich gerade ein kleines Törtchen nahm, da sah er, wie ein anderer Slytherin sich Gordian näherte, ihm auf die Schulter schlug und grinsend sagte: »Ich hab gehört, du hast unseren Schlafsaal mal so richtig eingeweiht. Gut gemacht!« Ein weiterer Schlag auf die Schulter zeugte von Respekt, doch Gordian kam nicht dazu, die Sache richtig zu stellen, denn der Mitschüler hatte sich längst abgewandt und einen anderen Freund aufgesucht. Mit großen Augen blickte Draco sein Gegenüber an, weswegen Gordian beschämt und sehr leise sagte: »Da ist überhaupt nichts passiert. Ich möchte mal wissen, woher er davon weiß.« »Wenn nichts passiert ist, von was sollte er denn nichts wissen dürfen?« Es war ersichtlich, dass Gordian eigentlich nichts zur Sache sagen wollte, doch er gab sich einen Ruck. »Wir haben nicht mal in einem Bett geschlafen.« »Wer ist wir?« fragte Draco belustigt, bevor er in das kleine Törtchen biss. »Naja.« Gordian blickte über seinen Rücken, sodass Draco gar nicht lange nachdenken musste, denn Meredith schaute zu den beiden. »Aha.« machte Draco, als hätte er Gordian eben auf frischer Tat ertappt. »Gab es Ärger?« Den Kopf schüttelnd verneinte Gordian: »Irgendein Gemälde muss gequatscht haben.« »Salazar Slytherin.« Gordian runzelte die Stirn. »Wir haben ein Gemälde von Salazar in unserem Gemeinschaftsraum?« Nickend erklärte Draco: »Das ist gemalt worden, als er noch etwas jünger war, noch ohne Bart. Man erkennt ihn kaum.« »Aber warum hat er uns erst am nächsten Tag verpfiffen?« Einmal gelassen die Schultern hebend und wieder senkend, erwiderte Draco: »Weil es dann erst Sinn macht. Vielleicht hat er euch den Spaß gegönnt?« Er konnte es sich nicht verkneifen, bis über beide Ohren zu grinsen, was Gordian wütend machte. »Es ist nichts passiert!« »Klar.« Das Thema wechselnd wollte Draco wissen: »Sag mal, du bist doch einer von denen gewesen, die gern Quidditch spielen.« »Was hat das denn jetzt damit zu tun?« »Ja oder nein?« fragte Draco, der gar nicht auf Gordians Einwurf einging. Der nickte endlich, sodass Draco zur Sache kommen konnte. »Würdest du gern ins Quidditch-Team des Slytherins aufgenommen werden?« »Wir haben doch gar keinen.« »Gordian, jetzt beantworte doch mal meine Frage. Dabei ist doch völlig egal, wie die Lage momentan aussieht.« Den Zweck der Frage nicht verstehend, antwortete Gordian aufrichtig: »Ich würde gern spielen. Ich wäre gern Sucher. Ich bin ein guter Sucher.
haben zumindest Madame Hooch und Professor Potter gesagt, als wir im Sommer zusammengespielt hatten. Kennst du aus den anderen Häusern welche, die sich für ihr Team beworben hatten oder abgelehnt wurden? Gordian verengte seine Augenlider zu schmalen Schlitzen. Okay, jetzt bin ich wirklich neugierig geworden. Was hast du vor? Ich will ein Quidditch-Team für Slytherin zusammenstellen. Alles klar. Und weil wir so wenig sind, willst du welche aus Ravenclaw, Gryffindor oder Hufflepuff haben? Ganz genau. Ich habe etwas nachgelesen. In dem Buch Geschichte Hogwarts steht nämlich nicht, dass ein Quidditch-Team aus Mitgliedern des eigenen Hauses bestehen muss, erklärte Draco. Gordian schüttelte langsam den Kopf. Das wird nicht klappen. Wie stellst du dir das vor? Die hassen uns. Meinst du nicht, dass sich ein paar Schüler finden würden, denen die Häuser egal sind, weil sie einfach nur auf einem Besen sitzen und in einer Mannschaft spielen wollen? Meredith will spielen, aber man wollte sie nicht als Hüterin haben, da man nur einen Hüter braucht. Respekt zollend hob Draco seine Augenbrauen. Eine Hüterin für das neue Slytherin-Team hätte er schon mal im Visier. Und heute Abend, gleich nach dem Essen, würde er nach vielen, vielen Jahren wieder einmal den Slytherin-Gemeinschaftsraum aufsuchen, um noch willige Spieler aus dem eigenen Haus zu rekrutieren. Seine gedankliche Planung wurde unterbrochen, als er seinen Patenonkel lautlos vorbeihuschen sah. Ein Blick zum Lehrertisch verriet, dass Harry genauso verwirrt schien, während Hermine die Verfolgung aufgenommen hatte. Als sie die große Halle und damit auch die neugierigen Blicke hinter sich gelassen hatte, forderte Hermine ihn zum Stehenbleiben auf. Dieser Aufforderung kam er nach, doch er ergriff auch gleich das Wort. Morgen um 14 Uhr in meinem Labor. Wir werden zusammen aus den bisherigen Unterlagen mit Ihrem Farbtrankergebnissen eine Präsentationsmappe erstellen, es sei denn, Sie haben einen anderen Wunsch. Er klang sehr kühl und vermied direkten Augenkontakt. Nein, aber Severus? Dann sehen wir uns morgen. Guten Abend. Perplex starrte sie ihm nach, bis sie hinter sich Harrys Stimme hörte. Was hat er denn nun wieder? Soll ich mit ihm reden? Sein Angebot klang verlockend, doch sie schlug es aus. Nein, ich denke... Sie schüttelte den Kopf und seufzte. Ich kann im Moment nicht denken. Oha, dann ist es wirklich schlimm, scherzte er fröhlich. Harry! So verzweifelt hat er sie selten erlebt. Ich weiß nicht, ob ich mit der Entwicklung zufrieden bin. Einen Arm um ihre Schultern legend, fragte er, was für eine Entwicklung, Mine? Ich. Hermine, bring deine Sätze zu Ende, bitte. Sie seufzte erneut. Ich werde es eine Weile beobachten müssen, bevor ich genaueres sagen kann. Zum Abschied streichelte sie ihm sanft den Oberarm und schenkte ihm ein gequältes Lächeln. Nun war es Harry, der Hermine ratlos hinterher schaute, als er plötzlich Stimmen hinter sich wahrnahm, und die gehörten Remus und Neville. Es ist schön, dass Sie wieder hier sind, Professor Lupin, sagte Neville gut gelaunt. Ah, nicht Professor, wenn ich bitten darf, korrigierte Remus seinen ehemaligen Schüler freundlich. Schnell verbesserte Neville. Remus. Harry drehte sich um, und im gleichen Augenblick wurde er von beiden bemerkt. Es war Remus anzusehen, dass er glücklich war. Sein bestätigendes Lächeln war viel breiter als sonst, die Augen funkelten und an seinem lässigen Gang konnte man sein bestärktes Selbstwertgefühl ablesen. Er wirkte nicht mehr so kränklich. Wir sehen uns, Remus. An Harry gewandt, verabschiedete sich Neville mit einem freundlichen Nicken. Derweil schlenderte Remus leger auf ihn zu. Da nun auch viele Schüler aus der großen Halle hinauskamen, fragte Remus nicht sehr laut. Was war das vorhin auf der Lehrerversammlung? Beide kommen zu spät und beide haben nicht ein einziges Wort von Albus gehört. Was ist da los? Hermine muss irgendeine Entwicklung beobachten, bevor sie sich dazu äußern kann. Was denn für eine Entwicklung? Wollte Remus wissen. Harry antwortete mit fragendem Gesichtsausdruck, als er zeitgleich mit den Schultern zuckte
Mit amüsierten, hochgezogenen Augenbrauen machte Remus den Vorschlag. Vielleicht könnten wir beiden helfen, die Entwicklung etwas voranzutreiben? Harry begleitete Remus zu den Treppen. Ich weiß ja nicht mal, um was es geht. War Remus einziger Kommentar, der Harry noch mehr verwirrte. An den sich bewegenden Treppen ankommend, ging Remus nach oben in den vierten Stock, wo er weiterhin wohnen würde, während Harry zurückging und auf dem Weg Ginny traf, die sich von ihren Freundinnen löste und auf Harry zugestürmt kam. Harry, du glaubst es nicht. Ginny war völlig fassungslos, aber sehr bald kroch ein begeistertes Grinsen über ihr Gesicht. Was denn? Draco hat mich eben gefragt, ob ich Jägerin im Quidditch-Team werden möchte. Warum fragt Draco, ob du in deinem Team spielen möchtest? Dafür ist doch euer Kapitän zuständig. Sie stieß ihn schelmisch mit den Ellbogen an. Wer sagte denn, dass ich für Gryffindor spiele? Ich verstehe nicht. Sich bei ihm unterhakend, erklärte sie ihm auf dem Weg in die Räume. Er sucht Leute für das Slytherin-Team. Du hast ja bei der Einschulung mitbekommen, wie viele Schüler sein Haus insgesamt hat. Und dabei kommt kein Team zustande, deswegen fragt er herum. Ist das erlaubt? Ginny zuckte mit den Schultern. Mir egal, Hauptsache ich sitze mal wieder auf einem Besen. Ich dachte vor ein paar Monaten, wegen Nicholas müsste ich mich einschränken, aber unser kleiner Freund wird sich freuen, dass ich zweimal die Woche nachmittags auf dem Quidditch-Feld sein werde und er sich kümmern kann. Wir könnten beide zusammen trainieren, Harry. Mit einem Finger stach sie ihm in den nicht mehr wie in Schultagen so straffen Bauch. Du könntest es gebrauchen. Frechheit, murmelte er, während er die Stelle an seinem Bauch hielt, wo sie ihn hingepikst hatte. Und in diesem Moment wusste er, dass er ihrem Vorschlag zustimmen sollte. In den eigenen vier Wänden angekommen, begrüßte Wobble die beiden, wiegte dabei Nicholas am Arm, der gerade das Fläschchen bekam. Harry, wenn ich in Dracos Team spiele, kann ich dann deinen Rocketeer haben? Mit was soll ich denn fliegen, Ginny? Nörgelte Harry, während er sich die Schuhe auszog. Kauf dir doch den neuen Twister. Der ist für Sucher sowieso viel besser geeignet. Damit kann man gute Wendemanöver fliegen, habe ich gelesen. Harry ließ sich auf das Sofa plumpsen und rieb sich den vollen Bauch. Nicht alles, was Krumm auf einem Hochglanz-Werbeprospekt von Nimbus Rembesen in den Händen hält, muss in meinem Schrank stehen. Und Spinnenweben ansetzen, vervollständigte Ginny nuschelnd. Das habe ich gehört. Wann hätte ich denn mal fliegen können? Alleine macht es doch keinen Spaß. Trainieren wir nun zusammen oder muss ich mich mit einem meiner Mitschüler verabreden, der ein Auge auf mich geworfen hat? Sie wollte ihre Mimik unbedingt ernst behalten, aber scheiterte kläglich. Wie bitte? Ach nichts. Ich möchte mit dir fliegen, Harry. Einige Manöver ausprobieren, Beschleunigung und Drosselung üben. Aber vor allem möchte ich wieder mal für längere Zeit oben sein, mit meinem Harry. Sie zwinkerte ihm zu. Du bist nicht mehr ganz so fit wie vor 1-2 Jahren. Was ich mir heute für Unverschämtheiten anhören muss, das geht ja auf keine Kuhhaut. Aber, mischte sich Wobble unerwartet in das Gespräch ein. Miss Weasley hat recht, Sir. Als ich bei Ihnen angefangen habe, waren Sie körperlich in einer wesentlich besseren Verfassung. Nicht zu glauben, nuschelte Harry. Fall mir doch in den Rücken, Wobble. Sie haben gesagt, Sir, dass ich immer ehrlich sein soll. Mein Fehler. Er schlug sich entschlossen auf die Oberschenkel. Gut. Wenn sich alle gegen mich verschworen haben, dann werde ich mal Mr. Whitehorn anflohen und ihm nebenbei erzählen, dass der neue Twister ja ganz nett aussieht. Vorwurfsvoll schüttelte Ginny den Kopf. Du spekulierst darauf, dass er dir einen schenkt. Du könntest dir auch einfach einen kaufen. Einen kaufen? Damit Whitehorn mir das nächste Mal, wenn wir uns über den Weg laufen, wieder stundenlang damit in den Ohren liegt, dass ich ihn doch bitte das nächste Mal kontaktieren würde? Nein, Ginny. Manche Leute,
Deine lieben Brüder Fred und George gehören übrigens auch dazu. Kann man nur glücklich machen, wenn man sich von ihnen beschenken lässt. Denen ist es peinlich, wenn Harry Potter ihre Produkte kaufen muss. Er kratzte sich am Kopf, wodurch die wirren Haare nur noch mehr zerzaust wurden. Ich verstehe den Sinn nicht, aber es ist so. Und du enttäuschst die Menschen ungern. Er grinste frech. Genau so ist es. Wobble gab den kleinen Jungen an Harry ab, bevor er zur Tür ging, denn es hatte geklopft. Hermine? Grüßte Harry verwundert. Er hätte nicht gedacht, dass er sie vor dem morgigen Tag noch einmal sehen würde. Harry, hi Ginny, grüß dich Wobble. Neben Harry setzend, fragte sie mit gedämpfter Stimme. Sag mal, kann ich mir deinen Tarnumhang ausleihen? Er zog skeptisch eine Augenbraue in die Höhe. Klar, aber wozu? Nein! Er hielt eine Hand in stoppender Geste in die Höhe. Mit der anderen drückte er Nikolas an sich. Erzähl mir nicht, aber pass bitte auf, ja? Von Ginny ließ er sich besagten Umhang aus dem Schlafzimmer holen, den Hermine sofort verkleinerte, damit niemand sie damit auf den Gängen umherlaufen sehen würde. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.